Zeit vor der Tür. So, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, es ist zwar noch nicht Weihnachten, aber es ist eben doch Weihnachten. Denn hier hinter mir steht das Genialste, was Mercedes jemals auf die Räder gestellt hat. Und wir dürfen da mit euch zusammen heute rein. Das Problem ist nur, irgendwer wollte mir noch einen Schlüssel vorbeibringen. Aber ich glaube, da kommt er schon. Ich glaube, es kann losgehen, Leute. Steffi! Ja, hi! Eieiei! Also ich bin wirklich sehr gespannt, weil es wurde groß angekündigt, hier soll alles stehen, was Rang und Namen hat. Oh. Alter Schwede! Das ist viel größer, als ich dachte. Das ist Motorsport, mein Guck Lieber. Guck dir das Ding mal an. Ich sehe schon was. Komm mit. Komm. Hier, Rallye. Nein, warte. Weißt du, wo wir hier schon alles vorbeigegangen sind? Ja, guck. V8 Biturbo, 5 Liter. Qualifying-Abstimmung, 800 PS. Traumauto. Wirkliches, echtes Traumauto. Es gab zwei Motoren, M117 und M118 mit zwei obenliegenden Nockenwellen oder einer obenliegenden Nockenwelle. Michael Schumacher und Karl Wendlinger, oder? Exakt. Das war das Auto, wo er mit angefangen hat. Das war das Ding. Meinst du, dass wir hier rein dürfen eigentlich? Ich geh mal rein. Das ist brutal. Ich geb dir mal eben das ganze Feeling. Das ist brutal. Aber der ist auch wunderschön, oder nicht? Holst du mich auch wieder raus? Ich wollte gerade sagen. Ist das dein Lieblingsauto, oder was? Das ist mein Lieblingsauto, um die Wahrheit zu sagen, ja. So. Dann hast du das Feeling auch gehabt. Oh. Das ist ein brutales Gerät. Hier mit dem 300 SL Panamericana ist der Toto Wolff dieses Jahr Mille Miglia gefahren. Das ist ja so mein Ding, ne? Ehrlich? Ja. Von vorne sieht er schon mega aus. Deswegen hat der GTR diesen... Ach, wegen dem Auto? Ja. Okay. Das ist der Grund. Das ist der Panamericana Grill. Hat gelernt. Das Rattigste ist, ich bin immer relativ viel hinter... Muss ich unterbrechen? Ja. Das Rattigste ist eigentlich gerade das Bild vom Keke Rosberg. Oh, Keke, hast du richtig gut gemacht. Ja, wir brauchen jemanden, der uns hilft. Ist hier irgendjemand, der sich mit dem Auto... Lass uns noch ein bisschen spielen, bevor die uns eine Strich durch die Rechnung machen. Und fragt weißt uns so, was? Aber ihr habt euch nicht reingesetzt, oder? Nein. Also, solange hier noch kein offizieller von Mercedes... Müssen wir da eigentlich beide einmal rein? Wenn es hier ist, müssen wir da eigentlich mal... Was tut zuerst? €100.000? Das können wir fast nicht bringen, ne? Aber eigentlich müssen wir das. Das ist eigentlich ein ziemlich krasser Moment. Mach das jetzt. Ich mach das jetzt. Bevor einer kommt. Herr Krämer, bitte. Vorsichtig. Jo. Ein bisschen mehr. Jo. Ich glaube, wir kriegen Ärger. Ich habe es eben im Gefühl. Ja, aber das ist mir jetzt egal. Wir sitzen im Formel-1-Auto von Lewis Hamilton. Ich flipp aus. So? Und ich warte auf den Moment, dass gleich einer hinten durch die Tür kommt. Mit Handschellen. Verdammt nochmal, was ist hier los? Tippi, schieb mich 3 Meter. Ja, mach ich. Ich will einmal Formel 1 gefahren sein. Bist du stark, klar? Ja. Nicht 300 Kilo. Kannst du dir vorstellen, damit zu fahren? Du hast um die 800 PS. Das Ding wiegt gefühlt gar nichts. Das muss sehr unangenehm sein. Ja, das muss richtig Spaß machen, aber es könnte jetzt noch viel unangenehmer werden. Warte. Grüß Gott. Hallo. Habt ihr euch schon ein bisschen umschauen können? Könnte man so nennen, dass wir uns umgeschaut haben, ja. Ist das okay, dass wir hier mal ganz kurz... Ja, klar. Ja? Welches Auto ist das denn genau, aus welchem Jahr? Von letztem Jahr. Von der letzten Saison ist das Vize-Weltmeister-Auto vom Hamilton. Und... Als wenn nichts gewesen wäre. Ganz kurz zu deiner Person. Du bist hier der... Chef. Schatzmeister? Ja, Schatzmeister kannst du so sagen. Normalerweise mache ich die Kommunikation für Mercedes-Benz Classic. Okay, so. Einfach mal mitkommen. Wir kommen mit. Die habe ich so noch nicht in Erinnerung. Ich habe die Seitenwände auch noch so nie gesehen. Ja, Hamilton man hat halt auf, immer mit der Aerodynamik rumgespielt. MP4 23, frühes Hamilton-Auto. Oh.
Schönes Auto. Guck dir mal diese ganzen Dinger da an, das ist ja nicht mehr normal. Also gerade da unten, das ist halt, das ist so filigran und jetzt weiß halt, was passiert. Bumpercar ist da nicht. Ja, aber ich sehe so viel C9 hier rumstehen. Mhm. Kann das sein, dass das fast alle sind, die es hier gab? Nahezu. Weil es wurden ja nicht so viele produziert, soweit ich weiß. Genau. Es gab das AEG-Auto noch und sowas, aber von den silbernen, von den reinen Werksfahrzeugen müssten das eigentlich alle sein. Das sind, das hier, da hinten stehen übrigens nochmal zwei. Wir haben die C9s, die C11s und die C291 in der Sammlung. Hier hinten ist ja so ein bisschen unser Thema, ne? Adventskalender. Ja, das ist der Adventskalender für Große. Ganz kleine Frage. Ja. Die haben fast alle Motoren hier? Ja, die haben Motoren, die sind natürlich hier alle konserviert. Fahrfähig. Nahezu alle fahrfähig. Ganz kurz, wir stehen ja hier immer zwischen irgendwelchen Weltmeisterautos, ne? Ganz kurz mal, was sind das für drei Autos? Also hier ist in der Mitte Start Nummer 1, ist also die Nachfolgesaison vom Hamilton nach seiner ersten Weltmeisterschaft. Damals noch McLaren-Mercedes und 2010 sind wir dann wieder auf unsere eigenen Rennteams gegangen. Die Lackierung dann mit der Petronas Petrol Silber. Das sind echte Autos, ne? Das sind echte Fahrzeuge. Ein Fahrzeug bleibt beim Team am Ende der Saison und eins kriegen wir für die Sammlung, weil wir wirklich für die, ich nenne es jetzt mal ganz nüchtern, das ist die Langzeitarchivierung. Wir sammeln diese Fahrzeuge, um sie der Nachwelt zu erhalten. Aber auch, dass sie die eiskalt in so Holzkisten tun. Gut, ne? Das ist im Moment ein Regalsystem. Ihr seht, wir haben keinen Platz. Das ist eines unserer größten Probleme. Platz und vor allen Dingen Sicherheit. Wir gucken uns die ganze Zeit die Formel-1-Autos an. Das finde ich auch wirklich toll und auch innovativ und technisch sehr, sehr weit entwickelt. Aber ich muss ehrlich sagen, dass mich so 190er wirklich mehr begeistern. Das reicht mir so schon. Ach, Flachschieber hatten die sogar. Ja. Also, eine normale Drosselklappe, die ist in dem Rohr drin zur Ansaugbrücke und die dreht sich, wenn du Gas gibst. Und der Flachschieber geht so. Wenn du bei der Drosselklappe 100% Gas gibst, dann hast du ja immer noch in deiner Luftsäule, in deinem Luftstrom, hast du ja quasi einen Punkt der Verwirbelung erzeugt. Bei einem Flachschieber schiebst du die ganze Partei nach rechts und links. Das musst du dir vorstellen technisch, was das heißt. Du hast einen Motor, der eigentlich gar keine Drosselklappe hat, sondern das ist wirklich, das ist 100% Last. Ja, das ist doch gut, dann kann man doch damit Rennen gewinnen. Damit hat man Rennen gewonnen. Damit hat man Rennen gewonnen. Das sag ich doch. Und Alpha-N-Programmierung, das heißt, du hast nur zwei wirkliche Eckpunkte, die die Leistung berechnen, oder die den Sprit, das Luft-Benzin-Gemisch berechnen. Du hast einmal Lufttemperatur und Drehzahl. Das waren die Dinger, die auf der Nordschleife genau. Das sind die, wo die Funken 90er. Geflogen sind, die gesprungen sind, die sich da richtig gegeben haben, Anfang der 90er. Genau, richtig gegeben. Das ist, deswegen bin ich so fasziniert, weil das ist richtig Motorsport, das ist richtig Prügeln. Heute fährst du das Carbon-Monocoque und fährst die Silhouette drüber. Damals, du hast am Sonntag als Fan an der Rennstrecke gestanden und bist am Montag zu dem Mercedes-Benz-Partner deines Vertrauens gegangen und hast dir DTM-Auto gekauft. Ja. Da kommt es ja auch her, dieses Win on Sunday, Sell on Monday. 502 Stück wurden gebaut. Evo 1 wurden auch 500 Stück gebaut. Also so, Evo für Evolutionsmodell. Das ist ja auch der Grund, warum die auch in astronomische Höhen schießen von den Preisen her, weil es einfach nur die begrenzte Stückzahl gibt. Dennis, ich würde mal ganz kurz zwischendurch Danke sagen. Ja, wirklich, du machst das sehr gerne. Das ist geil. Also, wenn wir uns das jetzt angucken, der ist jetzt auch für das Rennen aufgebaut, aber das ist das Straßenauto. Du siehst optisch wenig bis keinen Unterschied. Ja, du hast damals das DTM-Auto fahren können. Toll. Aber so viel 211 gab es? Was ist das denn da? Also das ist einer der ganz frühen, 1969 auf der IAA vorgestellt. Und das Konzept des Fahrzeuges war ja bedacht um, ich glaube, Spritverbrauch mit Durchschnittsgeschwindigkeit. Richtig. Das war von vornherein ein Experimentalfahrzeug, das heißt nie für den Verkauf vorgesehen. Da man aber die Flügeltüren, wie beim Flügeltürer, eingebaut hatte, hat es so viele Begehrlichkeiten geweckt, das Auto, dass die Leute noch am Tag der IAA-Weltpremiere 1969 haben die Blankoschecks geschickt in die Firma. Ernsthaft? Haben gesagt, ihr habt einen Blankoscheck, tragt ein, whatever you want. Will ich haben. Will ich kaufen, macht's kaufbar. Es gibt einen Wankel, es gibt einen Dreischeibenwankel. Es gibt ein Nein. Ganz am Anfang Wankel. Ein Dreischeibenwankel? Den habt ihr selbst entwickelt oder über die Firma Wankel? Das war damals. Ja, Kooperation. Kooperation. Aber dann bei uns letztendlich für unser Fahrzeug angepasst. Dreischeibenwankel, Vierscheibenwankel. Dann ging es zum Diesel. Aber kein Wankel? Nein, normaler Diesel. Dann gab es einen V8. Und dann gab es die Rekordfahrzeuge. Matthias? Sobald deine zarte Rückenmuskulatur sich so anstrengen muss, ist die Tür zu. Ja, ich hab's ja nur versucht. Ich höre das GFK so. Nee, das war mein Rücken. Und genau das ist ja das Besondere, damals kurz, schon mit GFK ausprobiert. Ich will ganz kurz nämlich mal darauf zurückkommen. Das heißt, wir sprechen hier bei einem Dreischeibenwankel von einem Hubraum von 1 Liter irgendwas. Leistung? Um die 200. Ich habe eine lustige Geschichte. Ich bin das Auto da hinten schon gefahren.
Welches, den Bus? Nee, den Stirling Moss, der hier in der Ecke ist. Ja. Ihr habt nur den einen, ne? Ja. Dann bin ich den gefahren. Und das Lustige ist, ich bin damit aufgesetzt. Und ich habe mich nicht getraut zu gucken. Und das gucken wir jetzt, ob der Kratzer drin ist. Ja, dann gucken wir doch jetzt mal. Hier. Ach, hör auf. Lass mich mal fühlen. Pass auf. Pass die an. Ja, tatsächlich. Da ist er aufgesetzt. Ja, aber das ist ja Killefitz. Ja. Das ist ja nix. Ja, wir haben ein kleines Problem. Draußen steht gerade die Polizei. Okay, sollen wir denen mal kurz Hallo sagen? Geht das? Hallo sagen, ja. Willst du hier drin bleiben? Soll ich das alleine machen? Ich komme mit. Okay. Aber du bist gefahren. Ich bin gar nicht gefahren. Also Jungs, guckt euch um. Wenn gleich die Handschellen klicken, dann... Dann melden wir uns nächste Woche nochmal. Guten Tag! Hallo. Hi. Und man muss ja auch sagen, ja, es hat ein bisschen gequalmt. Danke! Ja, das ist ein Mann. Das ist das erste Mal, dass JP und Qualmedy zusammen drehen. Und es vergehen keine 25 Minuten und die Polizei steht vor der Tür. Eigentlich war das ja klar. Ist denn alles in Ordnung? Ja. Musstest du was bezahlen? Nein. Nein. Nee, Bilder gemacht und die waren gut drauf. Alles gut. Alles klar. Dann machen wir weiter, oder? Ja. Ich gehe weiter im Text. Aber erste Mal, ne, wir zwei? Ja, keine 20 Minuten. Die Polizei vor der Tür. Matthias, das kann nur eine gute Zukunft mit uns beiden bringen. Matthias, ich habe gerade gehört, es gibt noch weitere Hallen. Was? Ihr seid hier in einer von 11. Eine von 11? So, wir haben 1100 Autos in der Sammlung. Davon stehen 160 dauerhaft im Museum. Bedeutet, wir müssen noch so Pi mal Daumen 1000 Autos müssen wir einfach lagern. Das hier ist eine von 11. Ich habe ein bisschen Platz bei mir. Ich biete mich einfach ganz frei an. Ja, kostenfrei, könnt ihr gerne so ein Formel-1-Ballermann bei mir. Ich möchte jetzt nicht so nahe treten, aber wir haben jetzt gesehen, zu was das führt. So, Der Mann ist gut drauf. Der gefällt mir. Also, Dennis, du gefällst mir. Matthias, guck mal. Den kennst du, oder? Das ist meiner. Ja, langsam. Also ja, noch das, gehört er uns. Das war mal für 5 Tage meiner. Genau, erzähl doch mal. Bist du 5 Tage gefahren? Ja, Mille Miglia. Mit Professor Weber zusammen sind wir durch Italien geknattert. Und zwar so richtig. Und das Brutale ist, die Mille ist 3 Tage, 4 Tage Vollgas. Und du nimmst diese Autos ran, dass alles zu spät ist. Du fährst damit. Aber auch auf der Straße, ne? Ja, auf der öffentlichen Straße, im öffentlichen Verkehr. Du fährst damit, als wenn es ein aktuelles Auto wäre. Du drehst immer aus, du gibst immer Vollgas, du fährst durch die Kurven, so schnell es geht. Das ist nicht, komm, wir schonen den jetzt mal ein bisschen. Und das Geile ist, du musst ihn auch nicht schonen. Dieses Auto hat nichts gehabt. Wie beschreibst du so ein Fahrverhalten? Der ist extrem wendig für einen Oldtimer. Der geht richtig gut. Und du fährst mit der Bude dann so 160 und du kommst dir vor, als wenn du 380 fahren würdest. Mhm. Du sitzt die ganze Zeit in der Sonne oder im Regen, je nachdem, was dir der Himmel zu bieten hat. Und es ist einfach nur göttlich. Aber die Stimmung ist auch einzigartig in Italien. Also da bist du wirklich in einer völlig anderen Welt. Da ist 3, 4, 5 Tage Ausnahmezustand in Italien. Die Kinder haben schulfrei an dem Morgen, wenn die Mille Miglia durch den Ort durchrauscht. Und die stehen da mit Fahnen. Also es ist einzigartig. Jo. Alter, das sind ja noch mal 500 Euro. Das ist das Paradies hier. Was macht denn das E-Klässchen hier? Ja, auch da, wir können nicht früh genug anfangen zu sammeln und können die Fahrzeuge jetzt schon zurückstellen, um sie dann irgendwann mal für die Zwecke einzusetzen. Ja. Ist ein E400. Ja. Und wir legen immer Wert darauf, dass wir die Autos so bestellen, wie sie der Durchschnittskunde bestellt hat. Das heißt, in 50 Jahren können wir sagen, das war 2014, 15, das war zeitgemäß. Ich äugel die ganze Zeit schon drauf. Hm? Das ist für mich Alter. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Du kaufst es in einem Autohaus und dann ist das dein Auto. Also wirklich, also nicht jetzt so als Sammlerding, sondern in der damaligen Zeit fährst du damit durch New York. Ja. Und das ist vom Wert her, wenn man das in die heutige Zeit bringen würde, würdest du heute eine Boeing 747 dein eigen nennen. Damals hattest du den Luxus Roadster in der Garage stehen. Eine Boeing. Ich habe 2, ja. Aber das ist auch komplett neu gemacht, das Fahrzeug, ne? Ja. Du, aber was kostet das Auto jetzt? So wie er hier steht, sind wir im hohen einstelligen Millionenbereich. Wie viel Leistung hat sowas? Das ist ein 5,4 Liter Motor. Das heißt, das ist auch das, was damals in den Rennwagen verwendet wurde.
und ja, knapp unter 200 PS. Also es war ein Gebläse, was per Fuß dazugeschaltet wurde, sprich du bist gefahren. Das ist so krass. Und wenn du sowas, in der Stromlinie ist der Motor auch drin. Genau, wie du Alter, den, wie so du den Kickdown, wenn du einen Kickdown sozusagen machst, dann schaltet sich das Gebläse dazu und der hat extra Power. Wie klug. Ja, und das, vor 80 Jahren. Also das ist Wahnsinn. Ja. Der 107er wurde 237.000 Mal gebaut. Boah. In Summe. Der wurde aber auch 18 Jahre lang gebaut. Ach so. Das heißt, ab Start der Baureihe bis Ende der Baureihe ist die längste PKW-Baureihe. Jungs. 18 Jahre wurde der R107 gebaut. Der wurde von 89 bis 2001 gebaut, also immerhin 12 Jahre. Und dann kommt einfach auch eine gewisse Stückzahl, trotz des Segments und trotz der Exklusivität zusammen. Und da steht und fällt der Preis mit. Was ist das jetzt für einer? Ist das auch so ein Wandabläufer, der letzte quasi? Nein, das ist einfach ein normales Fahrzeug, was wir in die Sammlung übernommen haben. Okay. In der ganzen Mercedes-Benz-Sammlung sind wie viele Fahrzeuge? Knapp 1100. So, von den 1100 Fahrzeugen wurde noch nie ein Fahrzeug veräußert. Es gibt absolute Ausnahmefälle, aber Regelfall ist nein. Weil es ist eine sehr bedeutende Sammlung und es sind ja viele Fahrzeuge dabei, die sehr einmalig sind. Und es gibt natürlich Menschen, die man ja auch sehr glücklich macht, wenn die sowas kaufen wollen. Also wenn wir jetzt als Beispiel 10 129er haben, gleiche Motorisierung, gleiche Laufleistung, nahezu gleiche Ausstattung, dann braucht man nicht 10 gleiche Fahrzeuge. Aber 1100 braucht man schon. 1100 unterschiedliche. Das ist die ganze Geschichte. 130, Mehr als 130 Jahre Automobilgeschichte. Und wir sind wirklich heilfroh, dass die Leute damals angefangen haben zu sammeln, unsere Vorgänger. Sonst hätten wir es heute nicht. Sonst hätten wir es heute weder in der Ausprägung noch in der Vielfalt. Aber wir haben euch ja versprochen, dass ihr auch eine Runde fahren dürft. Ja. Was dürfen wir denn fahren? Ich sehe ein Fahrzeug, wo GoPros dran sind. Ich gehe stark davon aus, dass es dieses Fahrzeug ist. Es ist dieses Fahrzeug. Es ist ein Flügeltürer. Ja, es ist einer von den 1400 gebauten. Mehr gibt es davon nicht. Alter, ich flipp aus. Dieses Gefühl, in diesem Auto zu sitzen, das ist Wahnsinn. Dennis, ich liebe dich. Die Flügeltüren, das ist nicht einfach nur, weil es cool aussieht, sondern es ist, damit das Auto stabil ist. Deswegen hier dieser Rahmen. So. Da kannst du keine normale Tür hinmachen. Mhm, verstehe. Deswegen haben sie sich die Flügeltüren ausgedacht. Ich merke auch selber, mit was für Respekt ich dran gehe. Den Verstellmechanismus von der Heizung betätige ich so. Ja, normalerweise machst du so. Ja. Batsch. Ich meine, man nimmt das mal so selbstverständlich hin, aber was wir wirklich mal angucken dürfen, was man fahren darf, gerade hier live on stage, das ist schon wirklich unglaublich. Und wir haben halt nur eine automobile Welt und dann wirklich all diese Autos so nah anfassen zu dürfen, finde ich schon wirklich toll. Ich genieße sowas immer. Also wir kennen uns, aber wir haben noch nie zusammen Autos angeguckt. Das ist wirklich. Und ich finde, das macht sehr viel Spaß, dass wir zusammen Autos angucken. Das finde ich auch. Vor allen Dingen fühlt sich so an, als ob wir schon immer gemacht hätten. Ja. Ja. 1.500, 6.000 Drehter. Ja. Also. Sound? Hat er. Aber schön. Ja, wirklich schön. Das ist geil. Richtig schön. Das ist wirklich geil. Richtig schön. Hey, mal weiter. Ja. Der Sound ist richtig gut. Der ist richtig gut. Und der will das auch richtig, ne? Der wird immer freudiger. Je höher das Lied, desto freudiger wird er. Ja, du wolltest. Ich hab's gesehen. Nein. Ich kenn das doch. Wenn der Kopf schon so hoch geht. Was ist hier los? Geht das? So, willst du noch mal eine Runde fahren? Ja, bitte. So, der Moment ist gekommen. Das Gefühl, du spürst, wie du den Gang einlegst. Ja. Die Schaltgabel packt den Gang und du legst wirklich die Fahrstufe ein. Ja. Ich stelle mir das schon sehr schön vor. Also wenn man so ein Auto wirklich hat und man kann es im Alter ernsthaft wirklich bewegen, es holt dich zurück in eine andere Zeit. Das Auto ist so gut gemacht, mich würde es nicht stören, jetzt damit
zur Arbeit zu fahren. Gar nicht? Nein. Ich hätte auch nichts dagegen. Die Haltegriffe hier finde ich gut. Die brauchst du aber auch. Also für die damalige Zeit, auch von Respekt ans Museum, dass die das Fahrzeug so in Schuss halten, weil er kann den unteren Drehzahlbereich, den oberen Drehzahlbereich, er hat ein extrem klares Ansprechverhalten. Ohne sich zu verschlucken. Nix. Auch ganz unten rum. Go! So, das war's, würde ich sagen. Ja, das war's, leider. Für heute. Ja, für heute, aber ich wäre gerne noch ein bisschen mehr gefahren, ehrlich gesagt. Ja, aber ganz ehrlich, das Thema Fahren, das wird, denke ich mal, nächste Woche noch ein bisschen aktiver werden, weil oder? Wir fahren ja jetzt nach Finnland zum Weihnachtsmann. Für genau. Euch und mit euch. Und ich fasse mal ganz kurz zusammen. Finnland, Weihnachtsmann, Schnee, heckangetriebene Fahrzeuge. Es könnte sein, dass das Heck da vielleicht auch das ein oder andere Mal droht auszubrechen. Droht, aber wir werden es einfangen. Hin und wieder. Wir versuchen es zu vermeiden auch, das mit dem Ausbrechen, oder? Genau. Nein. Abfahrt. Los geht's. Tschüss.